zu einem neuen Video auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute kochen wir Mohnnudeln. History Fact! Wusstest du schon? Mohnnudeln sind eine Spezialität der österreichischen und böhmischen Küche. Als Basis dienen fingerförmige Nudeln aus Erdäpfelteig, die wie schwäbische Schupfnudeln geformt werden und in Butter und Mohn geschwenkt werden und mit Puderzucker bestäubt werden. Owa, wir kochen nicht nur Mohnnudeln, sondern bei uns werden sie noch mit Vanillesoße übergossen und glaubt mir, diese Kombination ist einfach himmlisch. Na gut dann, legen wir los, oder? Let's go! Prost! Cheers! Für den Mohnnudelteig braucht ihr 500 Gramm mehlige Kartoffel. Diese schält ihr und schneidet sie anschließend in kleine Stücke. Die geschnittenen Kartoffeln gebt ihr in einen Topf mit Wasser, stellt diesen auf den Herd und lasst die Kartoffeln so lange kochen, bis sie schön weich und gar sind. Die fertig gekochten Kartoffeln gießt ihr durch ein Sieb ab und gebt sie wieder zurück in den Topf. Anschließend drückt ihr die noch heißen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse und lasst sie dann abkühlen. In der Zwischenzeit, bis die Kartoffeln abkühlen, bereiten wir die Vanillesoße zu. Dazu gibt es 400 ml Milch, 30 Gramm Kristallzucker, 2 Gramm Salz in einen Topf und erhitzt es. Dann gebt ihr zu 100 ml Milch 15 Gramm Speisestärke und verrührt es, bis keine Klumpen mehr sind. Danach gebt ihr das Mark von einer halben Vanilleschote sowie die ausgekratzte Vanilleschote zur Milch hinzu und lasst die Mischung einmal kurz aufkochen. Dann nehmt die Vanilleschote raus, schaltet die Herdplatte auf mittlere Hitze, gebt die Milchstärkemischung unter ständigem Rühren hinzu und lasst das Ganze für ca. eine Minute leicht köcheln. Als nächstes gebt ihr 2 Eigelbe in eine Schüssel und gebt 1, 2, 3 Esslöffel von der Vanillemilch unter ständigem Rühren hinzu und gebt diese Mischung dann anschließend wieder unter ständigem Rühren zur Vanillemilch hinzu. Die Vanillesoße lasst dann bei schwacher bis mittlerer Hitze leicht andicken. Wichtig ist, dass die Soße ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aufkocht, denn dann flocken die Eier aus, die Soße wird grieselig und das wollen wir ja nicht. Fertig ist unsere selbstgemachte Vanillesoße. Die Kartoffeln sind ausgekühlt, das heißt, wir können unseren Teig zubereiten. Dazu gebt ihr die Kartoffeln in eine Rührschüssel und gebt hinzu 4 Eigelbe, 2 Gramm Salz, 50 Gramm Staubzucker, 40 Gramm zimmerwarme Butter und 120 Gramm glattes Mehl. Das Ganze knetet ihr jetzt zu einem glatten Teig. Das könnt ihr entweder mit einer Küchenmaschine machen oder mit den Händen. Nun gebt ihr etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, gebt den Teig darauf, bestäubt auch diesen wieder mit etwas Mehl, knetet diesen kurz durch, halbiert ihn, gebt die eine Hälfte beiseite und formt aus der anderen Hälfte eine Rolle. Diese Rolle halbiert ihr wieder, rollt sie, halbiert sie und formt sie zum Schluss zu einer 2,5 cm dicken Rolle. Dann schneidet ihr ca. 1 cm dicke Stücke ab und formt daraus mit den Händen fingergroße Schupfnudeln. Ihr könnt die Schupfnudeln wie vorhin gezeigt mit beiden Händen formen oder wie hier mit einer Hand und direkt auf der Arbeitsfläche, wo es eigentlich noch viel schneller ist und einfacher geht. Die fertig geformten Schupfnudeln gibt es dann mit Hilfe einer Teigspatel auf ein bemehltes Brett. Jetzt bringt ihr Wasser in einen großen Topf leicht zum Köcheln und gebt eine Prise Salz hinzu. Separat gebt 25 Gramm Butter in eine beschichtete Pfanne und lasst diese schmelzen. Nun gebt ihr die Hälfte der Schupfnudeln direkt vom Brett vorsichtig ins Wasser. Und sobald die Schupfnudeln zur Wasseroberfläche hochkommen, und das dauert wirklich nicht lang, gebt ihr sie direkt vom Wasser in die Pfanne mit der geschmolzenen Butter und bratet sie dann knusprig an. Zum Schluss fügt ihr noch den Mohn hinzu und schwenkt die Schupfnudeln, damit sie schön gleichmäßig von allen Seiten mit dem herrlichen Mohn bedeckt sind. Na gut, probieren wir die Mohnnudeln.
Bin schon wirklich gespannt, wie es schmeckt und ob es so schmeckt wie bei der Oma da einmal ist. Nehmen wir da einmal einen Mohnnutzel her und dunken in die Vanillesoße ein. Und probieren. Schmecken wie bei Oma. Wirklich. Schön weich innen, voll butterig. Natürlich müssen sie an der Butter schmecken und bitte spart es nicht beim Butter, bitte nicht. Und durch das leichten Anbraten in der Pfanne sind sie außen knusprig und innen ganz schön weich. Und dann die selbstgemachte Vanillesoße dazu. Ich muss gleich nochmal. Natürlich will ich, dass meine Süße die Nudeln auch probiert. Deswegen wieder Süße. Komm her zu mir. Also ich bin jetzt auch schon sehr gespannt auf diese Mohnnudeln, weil wir kennen sie natürlich alle von der Kindheit. Und jetzt bin ich gespannt, ob es genauso auch schmecken. Vanillesoße brauche ich noch. Nein, Vanillesoße. Ohne Vanillesoße geht das nicht. Ja, sehr schön. Gut, dann probieren wir das. Nehmen wir uns einen Mohnnudel her und dunkeln das richtig schön. Und die Vanillesoße ein. Was ist das? Ich glaube, es schmeckt. Also die schmecken wirklich wie bei der Oma. Weich, flaumig, leicht, ganz leicht knusprig außen. Und mit dem Mohn, mit dem Zucker und mit der guten Vanillesoße, das harmoniert wieder wunderbar. Sehr lecker. Und ich würde sagen, ein super Rezept. Haben wir wieder gut gemacht, oder? Haben wir gut gemacht. Check, Baby. Check. Wir hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht. Und ihr probiert es im Monat aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Hinterlasst uns einen Kommentar. Und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Geformte? Nein. Das war... ja. Kugel? Oh Mann, jetzt weiß ich's. So. Ist Schnocki? Hinterlasst einen Kommentar. Und mit Puderzucker bestäubt werden. So. Nein. Äpfelteig? Mhm. Oma! Mega!